Hallo Tischtennishelden, mein Name ist Yannick Borschel, ich bin Tischtennistrainer aus Bonn und in diesem Video zeige ich euch drei Übungen für Koordination und Schnelligkeit mit einem Hula-Hoop-Reifen. Wichtig dabei sind folgende Regeln: Ihr solltet bei der Übungsausführung die maximale Intensität erreichen. Die Belastungsphase sollte nicht länger als 15 Sekunden dauern, damit ihr noch im anaeroben Bereich seid und eure Muskulatur nicht übersäuert. Nach der Belastung sollte die Pause doppelt so lang sein, wie die Belastung war. Ja, also wenn ihr zum Beispiel 10 Sekunden Belastung habt, mindestens 20 Sekunden danach pausieren und nicht direkt wieder anfangen. Sonst habt ihr die falschen Reize gesetzt. Tischtennishelden. Conquer the table. Gelb. Gelb. Blau. Rot. Blau. Jetzt sehe ich gut. Vor. Seitlich. 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 Vor. Seitlich. Vor. Hopp!